Oh, was ist hier? Ein Funkgerät. Der blutrote Lancer. Dieses melodramatische Hörspiel folgt den spannenden Abenteuer von Kista Stormbreaker und ihren letzter Kollegen, die sich um Liebe, Gefahr und Verrat drehen. Ja. Metallene Schutzanzüge und ungestüme Herzen. Blutroter Lancer. Kista! Echte Männer hören ja Antenne. Reloaded. Körbe, Körbe, Körbe. Groß und klein, rund und oval, Steilkörbe und Hängekörbe. Alle Körbe 50% Rabatt. Teppich hier jetzt auch billiger. Wandbildpolierer gesucht. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber eine schöne Stadt mit schönen Menschen und schöne Steinpunktsammlung. Und den müsste man auch mal reparieren. Bruder, Umfrage, Bruder, wo ist denn? Musst du den nicht auch reparieren lassen? Oder ist das dein Spring? Ja, ich habe gepupst, Entschuldigung. Osterfeine Sicherheitsversammlung. Ja, gut. Das Vor hier ist gefährlich. Da bin ich ehrlich. Modezirkelankündigung. Mit Hortasas Modezirkel braucht dich. Zieh dir was Anständiges an und dann sind wir Freunde. Elena Thales ist ja. Was geht mit euch? Noch eine Folge. Detektiv Hoppels Mysterien. Und die pennen weiter, obwohl diese schreckliche Melodie kam. Was geht bei euch? Knuckles. Die Legion der Dämmerung. Einfach mal alles mitnehmen hier. Und sich nicht wundern, dass die Stühle hier auf den Tischen liegen. Oder dass die nicht sprechen. Ist wie das Leben. Wenn du je den vollen Durchblick hast, dann lass es mich wissen. Ja, ich weiß übrigens, warum nur zwei eine Socke rauskommt, weil nur eine Socke reinkam. Hey, Freelancer. Hey. Ich kann kaum glauben, dass ich mit dir rede. Du bist der krasseste Freelancer in Fort Tarsis. Mein Name ist Neeson. Hallo. Gesundheit. Hey, du arbeitest doch mit diesem Krypta Owen. Ja, warum? Nur so, ich dachte, vielleicht beschäftigt dich die Sache mit seiner Krypta-Schule. Sollte ich das wissen? Wovon redest du? Oh, okay, vielleicht sollte ich dir das gar nicht sagen, aber angeblich haben sie ihn dort übermodifiziert. Übermodifiziert? Ja, das ist ziemlich verkorkst. Wovon redest du? Nicht sicher, ob was dran ist an dem Gerede, aber du musst zugeben, Owen ist ein bisschen komisch. Wie alle. Ist er nicht. Hast recht, ist er nicht. Ich sag dir ja auch nur, was ich gehört habe. Danke, aber für solche Infos habe ich keinen Bedarf. Ich verstehe schon, du wusstest das bereits. Aber wenn du mal Infos über jemand anders im Fort brauchst, ich habe ziemlich gute Verbindungen. Kein Interesse. Hey, nicht so vorschnell. Lass uns vielleicht einfach noch ein andermal treffen. Oder auch nicht. Schauen wir mal. Ja, schon verstanden. Wir sehen uns. Warum nicht? Sentinels. Ich finde es gut, dass sie zurückkommen wollen. Die Freelancer sind nicht ohne Grund ausgestorben. Sie haben sich geopfert. Hallo, ich lebe hier noch. Und was hat es ihnen gebracht? So, Bitches. Mal gucken, was hier ist. Ich habe einen Kataklysm. Echos der Realität. Vera Brom hat ihren Kataklysm ausgelöst. Wir haben ihn ein, bevor die Realität verschluckt.
Ich habe hier ein... geschlossene. Vorsichtig, ich verwende jetzt erstmal einen kleinen Gefallen. Ja. Genau, es gab Präsenz nachgehen. Hilfestellung. Den sollte ich vielleicht mal verfolgen. Und wahrscheinlich sagt er mir jetzt, wo ich zu Matthias komme. Ja. Die Läuferpfade sind nicht mehr sicher. Mit dem darf ich auch nochmal sprechen. Ich habe hier nichts übersehen, ja? Gut. Warte. Nimmt ihr eine Schöpfung? Erstmal gucke ich mir an, wie du hier wohnst. Oh, das geht. Einigermaßen aufgeräumt. Ich hole dir mal ein Bücherregal bei dem großen Möbelgeschäft. Du hast mich gerettet und bist der Grund, warum die Ska sich gerade nicht an meiner Leber laben. Verfluchte Ska! Ihre verstärkte Aktivität hat meine Forschungen empfindlich gestört. Woran genau arbeitest du? Ich suche nach einem verschollenen Arkanistentext, den man das Elysische Manuskript nennt. Er wurde von frühen Mitgliedern unseres Ordens verfasst und ist seit Generationen verschollen. Okay. Manche Arkanisten glauben, dass diese Schriften uns helfen könnten, das Verhalten von Gestalterinstrumenten vorherzusagen. Stell dir vor, wir würden wissen, ob ein Relikt Feuerstürme erzeugt oder Skorpedone. Oder einen in tausend Stücke zersplittern lässt. Wir könnten Leute beschützen. Wohl wahr. Jeder kleine Wissensfetzen, den wir finden, hilft. Machst du Fortschritte? Die heldenhafte Arbeit meiner Assistenten, mögen sie jenseits dieses Lebens weiterhin nach Antworten suchen, haben zu einer Entdeckung geführt. Wie sich zeigt, gab es einen sehr viel genialeren Weg, Wissen weiterzugeben. Unsichtbare Runen. Unsichtbare? Runen, ja. Wie kann ich... Aha, ich habe deine Neugier geweckt. Du musst dieses Abenteuer wohl einfach fortführen, um es herauszufinden. Unsere Forschung hat eine Stätte offenbart, die unsere Fragen beantworten könnte. Sag mir einfach, wo ich hin muss. Ja, da gehe ich hin. Und ich bin froh, dass du nicht von dem Buch von Abdullah Hazret gesprochen hast. Aus dem du diese Information hast. Obwohl das natürlich ein wunderbarer Twist wäre. Arcanist Matthias hat bei der Suche nach dem elysischen Manuskript eine Entdeckung gemacht. Natürlich brauchen wir die Arcanisten einen Weg, einander Nachrichten zukommen zu lassen. Eine Methode, die nur anderen Arcanisten bekannt ist und die verhindern kann, dass ein gefährliches Wissen in die falschen Hände fällt. Mach ich. Wie friedlich er guckt. Ah, Freelancer. Wobei kann Matthias Errol Sumner dir heute helfen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Der zweite Name. Meine Forschung geht voran. Ich lebe noch und ich bin sehr glücklich über beides. Ich wollte dich als Dank für die Rettung auf einen Drink einladen, aber dann ist mir eingefallen, dass ich Hausverbot in der Bar habe. Du hast Hausverbot? Warum? Wegen, Prügeleien. Ich bin nicht stolz darauf. Es ist einfach passiert. Da verspottet jemand von Blatts Theorie der täglichen Obsoleszenz und plötzlich hat man blutige Knöchel. Du weißt ja, wie das ist. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Die Emotionen übernehmen einfach. Genau. Manchmal übernehmen alte Impulse. Alte Impulse? Auf den Straßen von Heliost aufzuwachsen, bringt einige schlechte Angewohnheiten mit sich. Diskurs, Dialog, Anstand. Der Weg der Arkanisten. Ich musste es erst lernen. Die kurze Zündschnur ist Instinkt. Ich wusste nicht, dass du auf der Straße aufgewachsen bist. Auch nicht. Ich gehe nicht damit hausieren. Du hast dich durchgeschlagen, gut. Du kannst stolz auf dich sein. Du bist ein Überlebenskünstler. Diese Welt braucht mehr Arkanisten wie dich. Wie mich? Du willst mehr Waisenkinder, die sich alleine durchschlagen müssen? Das meinte ich nicht. Ich verstehe schon. Weniger schwächliche Bücherwürmer, mehr blutige Knöchel und Zynismus.
Weißt du, am liebsten wäre mir eine Welt, in der niemand Narben auf seiner Seele bekommt. Aber in so einer Welt leben wir nicht. Wenn man die Unzulänglichkeiten der Welt einfach hinnimmt, tötet das den Willen zur Veränderung. Und wir können sie verändern. Wir können die Welt durch Wissen verbessern. Das macht der Orden der Arkanisten. Und ich auch. Da bin ich schwer für. Apropos, ich muss einige Experimente überwachen. Nicht, dass etwas explodiert und Kinder zu Waisen macht. Ah, gut. Das wäre... Hab gehört, wie Tessin irgendwas über Dominion gefaselt hat. Wusstest du, dass ich mich einmal in einem Haufen faulender Pilze vor einer Patrouille versteckt habe? Okay. Hatte tagelang Ausschlag. Verschicken Wohnen suchen, Skarpräsenz, Geschichten der Fingerzer sammeln. Ach, okay. Der Klösung. Hinter. Ja, da muss ich noch alles machen, aber das später. Erstmal muss ich herausfinden und herausfinden, was ich als nächstes machen werde. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal Richtung Tür. Freue mich, dass Mr. Gerüchteküche weg ist. Und wenn wir hier auf dem wunderschönen Markt unter dem Dings da. Und schauen wir kurz, was er hier hat. Angebot. Das kostet alles richtig Geld, ja? In meinem Laden. Sieh dich nur um. Gar keine Kristalle. Ich habe hier auch keine Herstellung. Die kosten alle richtig. Münzen. Wir haben ein paar ausgezeichnete neue Sachen. Ich habe 45.000 Münzen. Wo ist die denn her? Okay, das kommt unerwartet. Die Tür geht nicht auf, oder? Ja, das ist Startrampe. Ich hab dir gar nicht zugehört, Entschuldigung. Entschuldigung. Was haben wir hier denn? Kammer, hier wird alles gelagert, was du gesammelt hast oder verwertet hast. Verwerte dein Inventar, wenn du aktuell unter Tab Schrott ablegst oder sie direkt aus dem Inventar heraus mit R verwertest. Das Schrott kannst du mit R Objekten große Mengen verwerten. Okay. Das sind also die Dinger, die ich weggeschmissen habe. Stimmt, die kriege ich erst mit Level 8. 26. Schrotz, die... Waffenteile, ja. Okay. Und weiß ich jetzt auch, was an der Kammer ist. Vielen Dank. Okay, ich gehe hier nochmal hoch und dann geht's auf in die nächste Mission. Aber hier oben ist anscheinend nichts. Außer dem Dude hier, der hier Wache hält. Dann stelle ich mich zu meiner Lieblingsschrauberin und... Was soll es denn heute sein? Schauen wir mal. Ich glaube, irgendwo an dieser Stelle hatte ich das jetzt mal beendet, aber egal. Ja, wollen wir doch mal sehen, missionsmäßig. Hätte ich hier, glaube ich, alles geguckt. Schmiede hatte ich aktiviert und jetzt gehe ich in die Mission. Schön eine Runde irgendwo hinrennen. Ich hoffe, dass das mit dem Ruckeln aufhört.
Mal gucken, was ich für Missionen habe. Ich habe die hier, ich habe da das. Je nach Position gefallener Freelancer. Gewöhnliche Ska-Aktivitäten. Mache ich das mal. Mal und los. Du hast privat für diese Munition. Team ist das Erlebnis von. Ja. Nein! Privat? Okay, Titan, großes Viech. Werde ich wohl bekämpfen müssen. Titanen sind Kraftpakete und sehr ernstzunehmende Gegner. Einst waren sie seltene Kreaturen, doch im Laufe der letzten Jahre sind immer mehr Titanen aus dem Herz des Zorns hervorgekommen. Genau, wir haben ja den großen Zorn und die Creator. Also wir wissen inzwischen mehr über sie als je zuvor. Sie vermehren sich, indem ein Spross aus ihnen herauswächst und der dann abbricht und zu einer kleinen Kopie wird. Kleiner heißt aber nicht weniger gefährlich. Wenn du richtig größtes Glück hast, siehst du, wie der Titan so richtig wütend wird und Energie aus seiner Brust hervorschießt. Was macht dir einen Titan so richtig wütend? So ziemlich alles. Zu viele Links. Zu viele Freelancer-Geschichten verloren. Finde sie und bringe sie nach Hause. Ihr Opfer wird nicht vergessen werden. Ihre Taten sollten hell leuchten. Richtig hell. Verstehst du? Verstanden. Die nächste Stätte wurde nicht gepflegt. Du wirst das ändern. Hier ist ein Freelancer gestorben. Andere kamen, seine Arbeit zu beenden. Manche bleiben zurück. Allein stark, gemeinsam stärker. Genau. Und hier links. Beseitige alle unwillkommenen Besucher. Sie haben hier nichts zu suchen. Schon dabei. Ach, hi. Selbst hergekommen, um das Ungeziefer zu verjagen. Ah, du kämpfst gut für unsere Brüder und Schwestern. Okay, hier sollen drei Raubtiere sein. Ich war Nummer 10. Und jetzt haben wir noch einen übersehen. Ein Denkmal. Eine Widmung an die Freelancer, die ihr Leben in der von Gao gewählten Schlacht verloren haben. Aufschreiben kannst. Ja. Sieht aus, als hätte hier kürzlich ein Kampf stattgefunden. Ja, sehr kürzlich. Viele Leben verloren.
musst dich um diese Bastarde kümmern. Boah. Der war irgendwie viel zu schnell, viel zu nah. Der hat sich verpeilt. Manchmal fehlt mir die Action. Größtenteils gesichert aus. Jetzt Zug nach verbleibenden Links. Ach da. Etwas Ausrüstung, aber kein Link. Ich hab noch einen gefunden. Die meiste Ausrüstung fehlt. Auf der Helm. Wieder kein Link? Nein. Seltsam. Hier ist noch mehr Ausrüstung. Brauchbar, aber wieder keine Links. Scar, nehme ich an. Nein. Die Skar würden all das niemals zurücklassen. Jemand anders. Das sind alle. Und keine Links. Kein einziger. Ja. Ich weiß, wer das getan hat. Aber ich weiß nicht, wieso. Die Überlebenden haben hier ein Denkmal gesetzt. Zünde das Feuer an. Oh, mach ich. Ja. Links gestohlen. Gesetzlose! Kriminelle ohne Ehrgefühl, die aus der Zivilisation verbannt wurden. Monster! Bitte Denkmalstätte sichern. Wieder unten rein. Ich habe etwas Ausrüstung. Vor allem Helme. Gut, hol dir den Rest, bevor wir sie verlieren. Ich habe ein Schutzschild. Was ist hier? Hm.
Nichts. Nur blau. Da kommen noch mehr, glaub mir. Konzentriere dich darauf, alles Gestohlene zu finden. Das ist wichtig. Geschichte mit Gesetzlosen. Nichts Gutes dabei. Ja, glaube ich dir. Ich musste die wirklich alle umhauen. Okay, gut. Städte gesichert und weiter geht's.